Also, willkommen in Schleide. Ich liebe die Musik hier. Aber das ist Nacht, das stört mich noch ein bisschen. Und da brauchen wir schon wieder den Kraxler. Ah, da könnte ich mich im Kreis drehen. Naja, mehr oder weniger. Im viereckigen Kreis. Also, wir sind in Schleide. Was müssen wir machen? Richtig. Schleide aus Stein gehauen. Salut, Trainer. Tu aimes les Pokémon? Oui. Moi aussi, c'est génial. J'ai du mal à te croire. Okay. Also ein Franzose, ich übersetze euch das nicht, ihr könnt es abschreiben. Ich habe in der Spielhalle eine TM gewonnen. Und ich habe sie auch gleich mit einem meiner Pokémon beigebracht. Und jetzt habe ich Spielsucht. So, die Spielhalle ist gefährlich. Warum? Nun, man hat dort so viel Spaß, dass man völlig die Zeit vergisst. Ja, und man hat in HeartGold und SoulSilver einfach eine komplett neue erstellt, oder? Ich glaube, in der japanischen Version hast du wirklich da noch in die Bücher gehen können. Und zwar richtig in die Bücher. Nicht einfach nur Karten aufschnipsen. Naja, und dann in Omega Rubin und Alpha Saphir, wo ja auch wieder zwangsweise eine Spielung mit dabei war, hat man sie dann einfach komplett dicht gemacht. Obwohl ich eigentlich es geil gefunden hätte, wenn sie dort die Voltofalle weitergespielt hätten. So, also, hier ist das Schleiede Kaufhaus. Wir machen Träume wahr und wir träumen richtig wahr. Ah ja, und hier ist ein Team Galaktik-Gebäude. Ich glaube sogar das Hauptquartier. Ich bin in diese Stadt gekommen, um im Kaufhaus Geld auszugeben. Aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort recht kalt. Ich habe einen neuen Sonnenschirm gekauft. Aber ich will nicht, dass er vom Regen nass wird. Da sehe ich immer die Wettervorhersage an. Und nun die Wettervorhersage für November. Laut einer Legende hat der Kraterberg Sinnoh in zwei Hälften geteilt. Wenn ich mir Schalellos ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon in vielen verschiedenen Formen. So, hier ist nix. Und hier ist ein Haspiroa und es knabbert anscheinend an einer Möhre. Ansonsten würde es nicht knapp sagen. Okay. Du bist doch ein Trainer, stimmt's? Es gibt da so ein Pokémon. Ich suche jemanden, der sich darum kümmert. Dieses Pokémon nennt man Porygon. Ich habe es in der Nähe des Gebäudes von Team Galactic gefunden. Okay, ich würde es gerne nehmen. Du hast schon ein komplettes Pokémon-Team. Okay, ich komme gleich nochmal. Diese Dornendinger an dem Gebäude, diese bedeutungslosen Bewegungen. Jetzt schließt sich ihre Auffassung von Mega in irgendwie nicht. Ja, in diesem Team Galactic scheint über eine schier endlose Energiequelle zu verfügen. Geht nicht. Energie ist nicht endlos. Außer der Mann mit dem Koks war da. Okay. Ich denke mal eh, dass ich ich wieder auf Route 210 zu die Enton komme. Die nicht brauchen werde, Staravir. Ey! So. Dich werde ich höchstwahrscheinlich nicht weiter brauchen. Vorerst. Und wenn doch, dann komme ich dir nochmal. Denn heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Kennst du Heda und Marinus, die Arenaleiter von Schleide und Weideborg? Puh, die beiden sind viel zu stark für mich. Ich bin nicht mehr ansatzweise so stark wie sie. Ich habe einen... Ach nee, das, mit dir habe ich ja schon geredet. Okay. Okay, dann gib mir mal das kleine Porygon. Er vermutet, dass es vor Team Galactic weggelaufen ist. Ich möchte Porygon keinen Spitznamen geben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir noch Porygon 2 und Porygon Z begegnen, aber eigentlich schon, ne? Naja. Aber damit haben wir jetzt tatsächlich schon 83 Pokémon gesehen. Und ich werde da jetzt nicht weiter scrollen. Also wir haben jetzt 83 von 210 Pokémon gesehen. Und ich will jetzt, weil ich für Porygon auch hier leider keine Verwendung habe. Lass ich dich hier, Kumpel. Sorry, aber es hat verständliche Gründe, ne?
So, hallo du da. Oh ja, Team Galaktik lagert alle möglichen interessanten Sachen in seinem Gebäude. Ich habe gehört, die haben dort sogar eine versteckte Maschine. Boah, geil, ich will die haben. Wobei, das ist auch wieder eine... Na, egal. Schleide, Team Galaktik Gebäude, wir träumen vom Universum. Ach so, ich verstehe, was die eine damit gemeint hat. Oh, was sind das? Ein Sonderbonbon. Naja, wird sich vielleicht irgendwann noch als nützlich herausstellen. So, dann gehen wir mal hier rein. Hallo. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Team Galaktik forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Wir Team Galaktik werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Ah ja. Willkommen, das ist das Team Galaktik dies ist das Schleide, Team Galaktik Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Hätte was, ja. So, oh. Das Credo des Team Galaktik. Alles gehört uns! Und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galaktik gehören. Gut, also ich als Unbeteiligter zum Thema Psychologie bezüglich eines Studiums würde sagen, die leiden an dezenten Größenwahn. So. Und das sieht sogar der Himmel so und schmeißt sogar Sternstücke auf die herunter. Hey du! Ja du! Du befindest dich auf dem Gelände des Team Galaktik. Hier ist kein Spielplatz für Kinder. Team Galaktik Privatbesitz. Durchgang verboten! Dies ist das unglaubliche Gelände des unglaublichen Team Galaktik. Ein Kind wie du sollte lieber in einer Pokémon-Arena spielen. Schließlich ist die Arena-Leiterin auch nur ein kleines Kind wie du. Hey! Ja. Okay, das hat sich dann erledigt. Ach so, mit dir habe ich auch schon geredet. Das, was da drüben ist, hier, das sind auch die Meteoriten für Deoxys, die ich euch ja, glaube ich, schon in Hot Gold Soul Silver gezeigt habe. Die wohl in der Nähe von Marmoria City waren. Ich weiß jetzt nicht, wie hier die Aufteilung ist, aber... Ja. Wir haben die versteckte Maschine fliegen hier in unserem Gebäude gelagert. Sie sagen, ich darf sie haben, wenn ich ihnen beweise, dass ich es wert bin. Besuchen Sie den See der Kühnheit, gleich an der Route 214. Weißt du vielleicht, wo ich einen Münzkopf herbekommen kann? Angeblich gibt es da einen Clown, der welche hat, aber ich weiß nicht wo. Schleide Spielhalle, der Ort, der in aller Munde ist. Wechselstube, gib uns Münzen, wir geben dir Preise. Na, geil. Ich warte auf und habe mein Talent erkannt. Was ist es, fragst du? Ja, sie lässt sich mit die Kraftreserve... Ah ja, okay, der Kraftreserventyp. Hier kann man, glaube ich, auch Kraftreserve kaufen. Er hat keine Münzen. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Warum hat man das eigentlich nicht in ein Gebäude gepflanzt? Oh, wow. Nichts. Ich habe ein Zubehör übersehen. Okay, hier ist anscheinend kein weiteres Ding. Okay. Oh nö, hi Lucia! Mr. T, nimmst du die Herausforderung der Arena an? Hoi, du bist von Mal zu Mal stärker. Oder scheint das nur so, was ich hier mache? Oh, ich war im Kaufhaus. Also ich war einkaufen im Kaufhaus und... Ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex, aber... Die rauen Bogen sind mein Ring, aus trüber See hervor ich ging. Wie ich heiße? Wellenbrecher! Wer bricht da die Wellen? Wellenbrecher! Wie eine Flut spüre ich dich weg. Du hältst dich nicht an diesem Fleck. Marinus löscht die Feuersglut. Elektrizität tut ihm nicht gut. Doch wohlgemut, mein Lied ich sing. Die rauen Bogen sind mein Ring. Tä-tä-tä-tä! Hallo ihr zwei Hübschen, wollt ihr die Arena-Leiterin herausfordern? Dann lasst mich euch eins sagen. Jung mag sie sein, doch sie ist auch ein wahres Genie.
Ich hatte die Ehre, einmal mit ihr zu trainieren und ich war ganz beeindruckt von ihrer Zähheit und Stärke. Holla, die Waldfee, vielleicht sollte ich mich vorstellen. Leiter der Pokémon Arena, führend im Ringkampf und der Kunst des Liedes. Wellenbrecher Marinus aus der Weideburg Arena steht vor euch. Wir sehen uns wieder. Punkt, Punkt, Punkt. Mehr sage ich dazu auch nicht. Also dann mal viel Glück bei der Herausforderung, Mr. T. Die hat doch irgendwas. Schleide ist die Stadt der Felsen. Wir haben hier sogar Meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich gebe dir eine technische Maschine. Nein! Nicht noch eine. Nicht noch eine. Wenn dein Gegner Itemsperre auf dein Pokémon anwendet, kannst du bei diesem Pokémon keine Items mehr einsetzen. Nun genieß deinen Aufenthalt in Schleide, der Stadt der Felsen. Das ist ja eigentlich so, als ob man hier die Spielhalle und das Kaufhaus nur hier hingebaut hat, weil es sonst nichts zu sehen gäbe. Oh, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Ah, eine Massage. Ist lieb gemeint, aber brauche ich hier nicht. Der Kerl mit den Schals in Weideburg ist der Freund meiner Schwester. Sie schicken sich regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. Ah ja, die Briefdusselgur, ne? Ah ne, halt, die gibt's in der Generation ja noch nicht. Hey du, achte auf die Münze. Dreh. In welcher Hand ist sie? Links oder rechts? Ich sage rechts. Pah, wie armselig. Ich fordere dich heraus, die Herausforderung. Okay. Aber du hast gewonnen und als Belohnung gibt es dafür einen Münzkorb. Cool. Hi du, es gibt viele Zauberkünstler, du weißt schon, Tricks und Illustratoren. Aber es könnte doch sein, dass ich um die 5% davon wirklich zaubern könnte. Was meinst du? Ja, es könnte genauso sein, dass du eine Katze ohne Fressen in eine luftdicht verpackte Kiste sperrst und sie nach 3 Tagen, ohne die Kiste einmal zu öffnen, noch am Leben ist. So, willkommen in der Spielhalle. Brauchst du Münzen? Nein, im Moment nicht. Okay, wir können hier nicht daddeln. Allerdings, eine Bitte der Diskretion, achten Sie bitte darauf, weder Limonade noch Sprudel an den Spielapparaten zu verschütten. Die Spielapparate können dadurch Schaden nehmen. Sollte Ihnen dennoch ein Missgeschick unterlaufen, informieren Sie bitte den Empfang. Le Bell. Interessant. Natürlich sind Kämpfe von Pokémon teuer, aber das Sammeln von Münzen ist auch super. Ja, so Münzen, so viele Münzen. Die technische Maschine wird mir gehören. Komm, lass dir mir einen Teil meiner Freude schenken. 50 Münzen. Habe ich mir 1000 Mäuse gespart. Kaufhaus in der Spielhalle gefallen mir besonders an Schleide. Ich komme immer wieder gerne hierher. Aber weißt du was? Ich habe immer so viel Spaß, dass ich die Zeit vergesse, bis es auf einmal nachts ist. Allerdings habe ich ja meine getreuen Pokémon dabei und fürchte mich daher nicht im Dunkeln nach Hause zu gehen. Heute bin ich überglücklich. Du, dann lass mir dir ein paar Münzen schenken. Hier. 20 Münzen. Okay, in manchen liegt auch was drin, wie hier zum Beispiel 5. Hallo, lass mich dir eine Einführung in die Spielhalle geben. Es gibt einen sehr guten Grund dafür, möglichst viele Münzen zusammennehmen. Nebenan kannst du sie gegen technische Maschinen eintauschen. 28.900 Euro! 28.900 Euro, Digga! Ein Wiedersehen unter alten Bekannten, Team Galactic. Ja, ich habe da so eine Ahnung, dass sie auch zum Spielen hergekommen sein könnten. Da schleicht dich auch das Gefühl, Team Galactics Logo vor dir zu sehen? Wie überaus mysteriös, dieser Umstand muss untersucht werden. Welch ein Glück, dass ich zur Stelle bin. Ich bin sicher, an diesem Spielplatz für die Massen Informationen zu finden. Game over? Wie ist das nur möglich? 20 Münzen. 5 Münzen. Das ist ein Spielapparat. Ja, wir können hier nicht Slots spielen, aber wir können jeden Tag herkommen. Kürzlich wurden meine Pokémon andauernd von denen meiner Freunde in Kämpfen besiegt. Ich bin also hergekommen, um ein wenig Dampf abzulassen. Naja, ob Haus und Hof verzocken da so geil ist. Leute, übrigens, Spielsucht ist wirklich nicht geil. Ist ein, der Vater. Okay. Spielsucht ist wirklich nicht geil. Also, wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, geht zur Suchtberatung und holt euch Infos auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ja? Bitte.
Das ist wirklich nicht cool. Und ich schaue jetzt hier, ob hier irgendwas noch auf dem Boden liegt. Naja. Anscheinend nicht. Okay, aber immerhin kann man das Itemradar auch indoor verwenden. Ja, wobei, wisst ihr was? Ich könnte euch eigentlich mal meine Uhrzeit leaken. Es ist... Die ist es übrigens wirklich, ne? Wobei ich eigentlich dann doch lieber auf das... Ach komm, warum sollte ich das eigentlich nicht da lassen? Nennt mir einen guten Grund. So, aber bevor wir jetzt noch in die Arena gehen... würde ich mal sagen, gehen wir ins Kaufhaus. Nein, das war zu früh. Entdecke dein neues Ich, Kaufhaus von Schleide. Hallo. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Sobald du Kunde bist, fühlst du dich hier in guten Händen. Totengag. Willkommen im Kaufhaus von Schleide. Willkommen, kann ich helfen? Ja, oh, hier gibt es also schon die ganz großen Dinger. Mhm. Aber wenn wir schon mal hier sind, kann ich eigentlich schon mal meine Kampf-Item... was? Hey, ich wollte... Ja. So, ich verschärbe jetzt das hier mal alles. Ich habe dafür keinerlei Verwendung. Bringt zwar nicht ordentlich viel, aber ich habe immerhin schon mal 1500 gemacht. 2025? Ja, 2200, immerhin. Ist ja... So, willkommen, kann ich helfen? Bälle, immer gut zu wissen. Und die haben auch endlich meinen heißgeliebten Superschutz. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, meine Damen und Herren. Aber ich brauche den im Moment nicht. Ich liebe diesen Hauch von Luxus in einem Kaufhaus der Oberklasse. Ich habe ein Accessoire in Form eines Pokémons geschaffen. Möchtest du eins? Eine Panflammenmaske. Wahrscheinlich gibt es mir noch die anderen zwei. Oder auch nicht. Gut. Ach hey, hier ist glaube ich hier so die Resterampe, ne? Marios Resterampe. Willkommen, kann ich helfen? Beeren. Ah, ja, Beeren. Perfekt. Das sind jetzt solche, die, glaube ich, speziell nur für Knospe sind. Gibt es eine schlechtere Knospköchin als mich? Ich glaube nicht. Wir können von Glück reden, dass es hier Knospe zum Kaufen gibt. Trotzdem würden sich meine Babys über selbstgekochtes vorsetzen, ne? Hast du jemals Beeren gepflanzt und im nächsten Moment hattest du sie schon vergessen? Mir passiert es nämlich ständig, deswegen verkaufen wir auch Beeren. Ne, ich habe ja, glaube ich, dieses Beeren-Tool schon für den Dings. Nahrung erfrischendes. Okay. Knospe. Mhm. 6400! Na, danke. Ich hatte gar nicht mit einem Einkaufsparadies im Untergeschoss gerechnet. Der Kaufrausch packte mich und ich habe sofort alle Wutkekse erstanden. Hallo, potenzieller Käufer. Interesse an Lavakeksen? Nein, danke. Aber nett, dass Sie fragen. Hallo, unsere Wutkekse. Sie sind leider alle ausverkauft. Das tut mir wirklich furchtbar leid. Alter, diese Wutkekse, dann macht mich wütend. Hallo, danke, dass du heute bei uns einkaufst. In welches Stockwerk möchtest du? Ich möchte ins erste Obergeschoss, bitte. Da spare ich mir zumindest mal den Weg. Erster Stock. Nützliche Items für alle Pokémon-Kämpfe. Lass mich raten. Sie empfehlen? Da gab es auch irgendwie von irgendeiner Bank. Ich glaube, es war sogar von der Volksbank. Ich gebe meinem Zerpurze KP Plus. Das erhöht die KP, oder etwa nicht? Ich hole mir Carbon, oder sollte ich mir doch lieber Protein holen? Eisen wäre ja auch nicht schlecht. Mhm. Wir verschenken Zubehör für den Pocket Chats Werbeaktionen. Ja, ich möchte den Zähler. Ja, was macht denn der Zähler? Alter, mir fehlt das Zubehör Nummer 9. Also, der Zähler, der macht im Grunde genommen das hier. Mehr macht er nicht.
könnte ja jetzt einfach hier mal so die ganze Zeit weiter so durchtippen. Oder ich mache das hier mit meinem Zähler, den ich hier so habe. Ich schau mal, welcher Finger mir jetzt eher wehtut. Den kann man, glaube ich, auch nicht zurücksetzen, kann das sein? Ich habe jetzt übrigens mit dem Mittelfinger drauf gedrückt. Ah nee, der setzt sich einfach beim Umtauschen zurück, okay. Ja, ich gehe lieber auf den Schrittzähler zurück. 16.000 haben wir schon. So, was verkaufen Sie? Protein, Calcium, Zink, Carbon, KP+, und hier könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir die Magnetprobe. Ah ja, mein... Mein Sperrmüll! Willkommen, kann ich helfen? Oh. Oh, Solarstrahl. Scheiß drauf, ich kauf's einmal, selbst wenn Dingensgegnis erlernen kann. Haben wir auch noch. Aber das sind offiziell. Das ist übrigens kein Raubkopienkartell hier. Die werden alle von offizieller Seite verkauft. Und hier haben wir auch noch Blitz. Habe ich das schon? Ja toll, welchem Pokémon könnte ich das bitte schön beibringen? Ah, jetzt habe ich es zweimal sogar. Na egal, weil wir haben da, glaube ich, noch weiter vorher, aber da würde ich vorher dann die TM fliegen. Okay, Trugschlag ist auch immer gut. Ist auch gut zu haben, denke ich. Ja, mit diese Höhle unterm Radweg, die würde ich auch nochmal gerne erkunden. Wir brauchen noch ein Spiel, damit ich meinen Papi auch herausfordern kann. Der Junge hat keine Pokémon. Er sagt, er trainiere sein Image. Nicht dir ein wildes Pokémon begegne, verwende sofort einen Flottball. Allerdings dauert. Wenn es allerdings länger dauert, verwende einen Timerball. Wenn du nachts zockst, sie empfehlen, das gelbe Kissen ist besonders ausgewogen, sowohl fest als auch flauschig. Genauso wie der Podcast von Schulz und Böhmermann. Ne, ich bin ja eigentlich nicht so der Fan von Jan Böhmermann, aber fest und flauschig, also Olli Schulz, Olli Schulz. Olli Schulz und Jan Böhmermann, das ist eine Kombi, die ist richtig geil. Auch wenn ich den Fest und Flauschig Podcast nicht regelmäßig verfolge. Jetzt habe ich erstmal genug angekauft. Ich brauche was zu trinken. Hier steht so in der Reihe. Ein junger Pokémon-Trainer. Ich bin alt und brauche diesen Kletter nicht mehr. Ich schenke ihn dir. Ja, so alt siehst du auch nicht aus. Du siehst einfach nur fett aus. Ein Pokémon kann den Kletter halten. Wenn es getroffen wird, dann heftet sich der Kletter dem Gegner und fügt ihm Schaden zu. So, zwei starke Jungs stehen hier. Wo ist das Problem? Ja, wo ist das Problem? Hallo, Lamina, auf Wish bestellt. Seit Jahren kaufe ich hier ein. Ha! Und jetzt soll ich eine normale Kundin sein? Hey, lassen Sie mich zum Fahrstuhl durch. Danke. So, dann gehen wir wieder zurück ins EG. In die Europäische Gemeinschaft. Auch bekannt als Erdgeschoss. Boah. Der Schluck war jetzt fies. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es einfach nur daran, weil ich so gerne Pilz trinke. Oder hauptsächlich Pilz, aber manchmal hat man doch so einen richtig schön bitteren Schluck. Der dann auch nicht mehr so schön ist, wie gesagt, ne? So, jetzt bringe ich allerdings erst einmal Leander seinen Solarstrahl bei. Strauchler hätte ich auch noch. Oh. Solarstrahl, komm. Ah. Okay, was verlernen wir, Leander? Ich bin eigentlich fast schon für... Ja, komm, verlernen wir Tackle. So, zwar dauert diese Attacke über zwei Runden, aber vielleicht kriegen wir auch irgendwo noch Sonnentag her. Wobei, gab's die nicht in der... Ich bin mir nicht sicher, ob es die in der Dingens-Arena gab. In der Arena, genau, im Kaufhaus.